Also wir wollen jetzt ein LGS lösen, das heißt x plus y plus z gleich 3, x minus 3y plus 3z gleich 1, 4y minus 2z gleich 2. Was mache ich jetzt hier als erstes? Also als erstes habe ich die erste Zeile so gelassen und nochmal abgeschrieben und die zweite Zeile auch, weil die ergänzen sich ja beide mit einem x. Also ich möchte... Sehr gut. Das ist wichtig. Stopp, das ist wichtig für mich, weil ich eben, das haben wir das letzte Mal schon gehabt, die Subtraktion nicht mag. Aber Sie dürfen sie verwenden. Also alles, wie gesagt, alles, was nicht verboten ist, ist erlaubt. Sie diktieren bitte. Minus x plus 3y minus 3z ist gleich 1. Minus 1. So, dann die Addition bitte. 0x plus 4y minus 2z sind gleich 2. Gut, und wenn Sie sich das jetzt anschauen, das und das, was fällt Ihnen da auf? Das ist die gleiche. So ist es. Das ist völlig richtig. Das ist äquivalent, hier sogar gleich. Und das heißt, wenn Sie jetzt beginnen, die zweite Zeile das zweite Teil des Gleichungssystems hinzuschreiben, dann machen Sie aus dieser Zeile machen Sie ja faktisch diese. Und die brauchen Sie nicht, hier brauchen Sie nicht eliminieren, weil da an der Stelle ja schon das x eliminiert ist. Das heißt, das können Sie so wie es ist abschreiben. Und dann stellen Sie fest, die sind äquivalent. Also eigentlich will ich den in der Prüfung sehen. Aber ich muss halt nur verstehen, also wenn Sie so weit sind in der Prüfung, dann weiß ich auch, dass Sie verstanden haben, dass die äquivalent sind. Also das heißt, Sie können das nochmal rechnen. Ich würde jetzt hier äquivalent hinschreiben. Sie können es aber auch, wie gesagt, hier mit minus 1 durchmultiplizieren, hier hinschreiben, dann addieren und dann steht hier 0 gleich 0. Und das hier, das hat auch einen Namen bei den linearen Gleichungssystemen, das ist eine sogenannte Nullenzeile. Diese Nullenzeile, die wird nochmal vorkommen, vor allem in der Hausaufgabe. Das ist eine Nullenzeile. Vielleicht haben Sie mit dem GTR in der Schule gearbeitet und wenn Sie mit Matrizen lineare Gleichungssysteme gelöst haben, dann haben Sie da in der Ergebnismatrix nur Nullen stehen gehabt. Gut, also wir haben hier eine Nullenzeile. Und was bedeutet die Nullenzeile für uns? Was bedeutet, muss ich mal gucken, was bedeutet die Nullenzeile? Also die Nullenzeile ist ein Indiz dafür, dass es unendlich viele Lösungen gibt. Sehr gut, das Wort Indiz ist toll an der Stelle, weil Sie haben völlig recht, es muss nicht sein. Also Indiz für unendlich viele Lösungen. In unserem Fall sind es auch unendlich viele Lösungen. Und jetzt, wie verfahren wir weiter? Also, was muss ich jetzt tun? Jetzt tun wir eine der beiden Variablen durch e ersetzen. Gut. Und jetzt ist die Frage, welche? Y oder z? Ich glaube, es ist egal, aber gerade wenn es egal ist, gibt es öfter mal so Anweisungen von Schmidt, der sagt, nimm doch dann lieber das. Und das ist dieses Beispiel, was ich da immer gerne bringe, wenn ich Ihnen im Orient werden Ihnen viele verschleierte Frauen hingestellt und eine von denen müssen Sie heiraten. Aber wenn die verschleiert sind, sehen Sie ja nicht, wie die aussehen. Allerdings haben die Frauen noch etwas dabei, nämlich einen Zettel, wo die Mitgift draufsteht. Für welche entscheiden Sie sich? Für die mit der höchsten Mitgift natürlich. Und genauso machen wir das hier auch. Also das heißt, Sie müssen sich vorstellen, das sind hier unsere verschleierten Frauen. Und die hier hat Mitgift 4, die hier hat Mitgift 2. Da müssen Sie aufpassen, hier steht ein Minuszeichen davor, das interessiert aber nicht. Also normal bei der Mitgift interessiert das schon. Aber hier interessiert nur der Absolutbetrag. Und wenn hier 4 und hier 2 davor steht, dann wählen Sie die mit der 4.
Ich sage Ihnen auch gleich warum, das werden Sie sehen. Also das heißt, ich mache sei, Sie müssen das wieder nicht, ja? Ja, Sie dürfen wählen, wen Sie wollen. Nein, ich schreibe es Ihnen trotzdem ein bisschen vor, sei y gleich t. Und Sie werden gleich sehen, warum ich das so gewählt habe. Dann setze ich das hier ein, 4t minus 2z gleich 2 und das löse ich nach z auf. Dann habe ich 2z gleich 4 minus 4t minus 2 oder z gleich 2t minus 1. Hat jemand von Ihnen das z gleich t gewählt? Und was ist der Unterschied? Ja, ja gut, dann sagen Sie mir bitte, was ist der Unterschied zwischen dem, was ich hier herausbekommen habe und dem, was Sie herausbekommen haben? Bei mir ist genau die Hälfte. Ja, nein, bei Ihnen ist es ein Viertel, Sie haben einen Bruch. Ja, bei Ihnen kommt da, wissen Sie, wenn Sie den hier zu T setzen, dann lösen Sie auf und dann kriegen Sie hier einen Bruch. Das heißt, Sie kriegen Brüche raus. Und das heißt, wenn Sie die kleinere mit Gift nehmen, dann kriegen Sie Brüche. Wenn Sie den größeren nehmen, vielleicht auch. Aber Sie haben wenigstens die Chance auf Nichtbrüche. Und aus dem Grund wähle ich immer das Ding mit dem größeren Vorfaktor. Aber ja, Sie haben völlig recht, Sie können wählen, was Sie wollen. Und wie gesagt, selbst wenn Sie die mit dem größeren Vorfaktor wählen, haben Sie keine Garantie dafür, dass Sie um den Bruch rumkommen. Aber ich bin um den Bruch rumgekommen, Sie nicht. Und jetzt ist die Frage, wie geht's weiter? Also ich habe kurz eine Frage dazu. Ja, natürlich. Sie sehr gut, so machen Sie es richtig. Einfach reinrufen. Ihre Frage. Sie haben jetzt dann das Z alleine gestellt, indem Sie durch 2 geteilt haben. Und warum ist aber auch das 2t geteilt? Weil eigentlich ist ja die 2 gehört ja nicht zu den 2t, weil es ja eigentlich... Da mache ich Ihnen einen Zwischenschritt. Also das Z ist dann 4t minus 2 durch 2. Sie müssen alles durch 2 teilen. Und das ist dann 4t durch 2 minus 2 durch 2. Also 2t minus 1. Also Sie müssen beim Teilen das komplette teilen. Nicht nur das, was Ihnen gerade am sympathischsten ist. Habe ich damit Ihre Frage beantwortet? Ja, ich hasse Brüche einfach. Nein, aber Sie verstehen, nein, an der Stelle... Ja, ich verstehe das schon, ich bin halt dann so, wahrscheinlich ist ja, weil ich dann wieder Plus und Minus und Mal und geteilt wechsle, weil dann sind die Regeln wieder... Ja, also solche Rechnungen müssen Sie natürlich ein paar machen, ja, aber wie gesagt, also Faustregel sagt, wenn Sie sich bei solchen Sachen verrechnen, ziehe ich Ihnen in der Klausur eher weniger Punkte ab. Abiturtechnisch muss ich es abziehen. Ich bin aber nur gehalten, ich muss abziehen. Aber wie viel ich abziehen muss, das steht nirgends da. Und in der Hochschule kann ich eh machen, was ich will. Und das heißt, für Rechenfehler ziehe ich Ihnen eher weniger ab. Das große Problem der Rechenfehler ist am Ende in der Regel das, dass Sie sich so verrechnen, dass Sie da irgendwelche komischen Krimskrams dann an der also im Heft stehen haben und dass Sie das aufhält. Also die Strafe für Verrechnen ist in der Regel nicht der Punktabzug, sondern in erster Linie der Aufwand, den Sie jetzt treiben müssen, um diesen Rechenfehler zu kompensieren. Also Rechenfehler ist nicht schlimm. Das ist an der Schule schlimm und in der 8. Klasse noch schlimmer, aber bei mir macht nichts. Ich ziehe nicht immer was ab. Manchmal ja, manchmal nein. Das kommt auf meine Laune drauf an und ob es ein folgenschwerer Rechenfehler ist. Ich wollte lediglich fragen, ob Sie eine bevorzugte ausgewählte Variable haben oder ob Ihnen das völlig egal ist. Die bevorzugte ist die mit dem größten Vorfaktor. Nein, ich meine die selbst gewählte, also y ist, nein, ach, y ist b oder nein, nein, das können Sie also, das, nein, also ich nehme gerne das t, weil meine Frau, der Vorname meiner Frau mit t beginnt. Toll, nein, und toll fängt auch mit t an. Nein, Sie können nehmen, was Sie wollen. Solange es nicht x, y und z ist, ja. Selbst das können Sie nehmen, wenn es sein muss. Ja? Also ich akzeptiere ziemlich alles. Gut. So, ich mache jetzt an der Stelle einfach mal den Break, Cut, und damit ich kein alles rausschneide, egal. So, und wir gehen jetzt nochmal zurück zu der Aufgabe. Wir sind jetzt so weit gekommen und jetzt hätte ich gerne die Lösungsmenge. Wie bekommen wir die Lösungsmenge? Ja, wir schreiben das einfach als Lösungsmenge auf. Also wir schreiben die Klammer auf. Moment. Wir haben das x noch nicht, denken Sie dran. Also ganz falsch liegen Sie nicht. Wir brauchen erst das x für die Lösungsmenge. Also schauen Sie, wir haben x plus y plus z gleich 3. Und mit dieser Information rechnen wir erstmal das x aus. Wie geht das mit dem x?
Also Sie sehen, da steht das Y, das setze ich hier ein. So, ich setze das Y ein und habe dann hier X plus T. Und jetzt kommt das mit dem Z. Wie geht das jetzt weiter? Also das Z einsetzen. Ja, das Z ist diese... Minus 1. So, sehr gut. Also das heißt, ich schreibe das hier plus 2T minus 1 gleich 3. So, was mache ich jetzt mit der Gleichung? Na, wunderbar, ja, natürlich, klar. So, also das heißt, ich subtrahiere das plus t plus 2t und dann steht am Ende ein minus 3t hier. Also wenn ich die beiden subtrahiere und dann muss ich noch 1 addieren, also ich habe minus 3t plus 4 für das x. So, und jetzt dürfen Sie die Lösungsmenge sagen. Geschweifte Klammer. Genau, Klammer auf. Ja, das dürfen Sie, nein, das dürfen Sie, x, y, z, Sie müssen es von mir aus nicht schreiben, aber dürfen tun Sie es. Element R hoch 3 für die gilt jetzt, was ist das x? Minus 3t plus 4. Sehr gut, dann brauchen wir das y. Und t. Jawohl, und das z, nicht vergessen. Also, die hier, das z, 2t minus 1. Und dann müssen Sie theoretisch noch dahinter schreiben, aber das ist jetzt wieder nur Schulzeug. Ja? Schulzeug sagt dann noch für alle t-Element r.